ihr Lieben, es geht weiter mit dem nächsten Thema. Heute sind Vitaminpillen an der Reihe. Da hört man ja immer wieder drüber. Soll man nehmen, soll man nicht nehmen? Sind gut, sind schlecht, verhindern diese Krankheiten und verursachen jene. Und ja, und ich habe gedacht, ich beschäftige mich mal ein bisschen damit. Habe jetzt gerade erfahren, dass es da wieder neue Studien dazu gibt. Und das erzähle ich euch jetzt. Ein anderer Punkt, der mich motiviert hat, dieses Video zu machen, ist eine liebe Freundin, die jeden Monat mehr Geld für ihre Vitaminpillen ausgibt, als ich für mein Essen. Wobei ich dazu sagen möchte, dass ich nicht am Essen spare. Ja, und ich wollte mal so ein bisschen beleuchten, ob das wirklich notwendig ist. Also, die Studien. Ja, das Ergebnis dieser neuen Studien ist, dass Multivitaminpräparate nichts bringen und sogar schaden können. Die Studien stehen nicht anderen Studien gegenüber, die zu anderen Ergebnissen kamen, sondern den Aussagen der Werbung. Für eine Prävention chronischer Krankheiten sind Vitaminpillen nicht geeignet. Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass viele Vitamin- oder Multivitaminpräparate weder nützen noch schaden und dass sie definitiv nicht vor Herzkrankheiten oder Krebs schützen. Ausdrücklich gewarnt wird unter anderem vor Beta-Carotin, Vitamin A und Vitamin E. Das Beta-Carotin erhöht das Lungenkrebsrisiko bei vorbelasteten Menschen. Multivitamine zeigen bei Männern über 65 keine Verbesserung bei nachlassenden kognitiven Leistungen im Vergleich zu Placebos. Ist nur einer der Punkte, die da untersucht wurden. Bei Menschen mit Vorerkrankungen gab es im Hinblick auf Herzinfarkte, Schlaganfälle oder vorgezogene Todesfälle, also verfrühte Todesfälle, zwischen den Vitaminen und Placebo-Gruppen keinen Unterschied. Der heutige moderne Mensch will aber jedes Problem mit einer Pille lösen. Quick Fix, ne? Gib mir die Pille und dann ist das Problem beseitigt. Aber in der Natur gibt es keine solchen Abkürzungen. Wichtig ist eine gesunde Ernährung, Bewegung, Verzicht auf schädigende Substanzen wie Tabak, Alkohol, Toxine aller Art und, ganz wichtig, ausreichender Schlaf. Das wird oft unterschätzt. Die Hersteller verdienen nichts daran, wenn die Leute ihre Probleme auf natürliche und gesunde Weise selber lösen, indem sie vernünftiges Essen kochen. Es geht, wie immer, nur um die Kohle. Ein Beispiel für einen genialen Werbeslogan ist, bringt möglicherweise eine vorübergehende Erleichterung bei bestimmten milden Verläufen. Also ich habe das jetzt aus dem Englischen übersetzt. Das hört sich vielleicht noch halbwegs vielversprechend an, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann heißt es, vielleicht hilft es für eine kurze Zeit, wenn das Problem ohnehin von Anfang an unbedeutend war. Also keine Behandlung bedurfte. Ja, aber man hat das Gefühl, man könnte von dem Produkt etwas erwarten. Aber vielleicht sorgt ja auch der Placebo-Effekt dafür, dass solche Produkte helfen. Das ist ja bekannt. Der Glaube versetzt Berge und ein Placebo, von dem man überzeugt ist, wirkt auf jeden Fall besser als ein Medikament oder Vitaminpillen, von denen man nicht überzeugt ist. Die Industrie hat verstanden, dass die Leute das Gefühl haben wollen, etwas zu tun, ohne etwas zu tun. Na? Die dreckige Arbeit lässt man andere Leute machen. Man hat einen ungesunden Lebensstil und bildet sich ein, durch die Supplementierung daraus einen gesunden machen zu können. Was die Leute außerdem irritiert, ist, dass das, was heute empfohlen wird, morgen schon wieder schädlich sein soll oder umgekehrt. Hatten wir alles schon öfter, nicht nur mit Vitaminen, sondern auch Eier, die waren mal schädlich und mal nicht. Cholesterin auch, Kaffee. Also, und im Moment ist der Hype, Vitamine sind gut und wichtig und muss man nehmen. Es gibt normalerweise immer Studien, die zu den entgegengesetzten Ergebnissen kommen. Aber im Falle von Vitaminen sind, wenn überhaupt, diese Studien von den Herstellern finanziert und die Ergebnisse stehen von vornherein fest. Also was, ob man denen viel abgewinnen kann, das ist die Frage. Ja,
Diesen Studien stehen also nur die Versprechungen der Werbung gegenüber, die jeder Grundlage entbehren. Es gibt sinnvolle Vitaminsupplemente, zum Beispiel Folsäure bei Schwangeren. Das weiß jeder, wie wichtig das ist in der Schwangerschaft, damit das Baby gesund zur Welt kommt und gesund bleibt. Aber das ist ein begrenzter Zeitraum, in dem das Sinn macht. Und danach kann man da vielleicht wieder darauf verzichten, sofern die Ernährung gut ist. Statistiken zeigen, dass solche Produkte normalerweise von Leuten gekauft werden, die sie nicht brauchen, weil sie ohnehin sehr gesundheitsbewusst leben. Und die, die sie eigentlich bräuchten, die kaufen sie nicht oder können sie sich nicht leisten. Es gibt Modevitamine, ne, das ändert sich ab und zu. Mal eins davon, das gut für Haare und Nägel sein soll, ist das Biotin, schon seit einiger Zeit, aber in völlig überhöhter Dosis. Und auch das hat dann Nebenwirkungen, wie dass die Haare ausfallen und die Haut trocken wird und was weiß ich alles. Ich habe da schon so ein bisschen was gehört, habe mich nicht intensiv damit beschäftigt. Biotin ist in der Nahrung in ausreichender Menge vorhanden, vor allem in Eiern und auch in der Leber, Rinderleber zum Beispiel. Also man muss keine Biotinpillen schlucken. Andere Vitamine, die schon länger in Mode sind, sind C und D unter anderem. Die Ansprüche der Hersteller in Bezug auf die Wirkung dieser Produkte sind nicht von der FDA geprüft. Also ich bin mal wieder in den USA. Die Lobby der Hersteller hat dafür gesorgt, dass man das umschifft, dieses Problem. Und deswegen können die Produzenten behaupten, was sie wollen. Sie müssen halt nur vorsichtig sein, wie sie es behaupten, damit sie nicht belangt werden können. Die Hersteller haben keine detaillierten Informationen über die Zusammensetzung dieser Pillen, wie das zum Beispiel bei Medikamenten immer vorgeschrieben ist. Es ist ein vollkommen unregulierter Markt. Und um Schadenersatzansprüche gleich von vornherein auszuschließen, wird dann geworben mit Sätzen wie: kann Ihre Knochengesundheit verbessern? Kann. Ne? Und das Wort kann, das schützt die Hersteller, weil wir haben ja nichts versprochen. Wir haben gesagt, es kann die Knochengesundheit verbessern. Vitamine sind wichtig, ja, auf jeden Fall, aber vielleicht nicht unbedingt in Pillenform. Die Durchschnittsamerikaner und nicht nur die ernähren sich sehr, sehr ungesund, wie wir ja wissen. Und diese Menschen leiden fast alle unter Vitaminmangeln. Aber ob synthetisch hergestellte Vitamine da die richtige Antwort sind, das ist die Frage. Ja, was sagt die Wissenschaft? Wir brauchen natürlich die Vitamine für alle möglichen Funktionen unseres Körpers. Die meisten Vitamine können wir nur unzureichend oder gar nicht herstellen. Das sind die essentiellen, müssen also von außen über die Nahrung zugeführt werden. Eins davon ist das Vitamin C. Früher konnten wir das selbst synthetisieren. Tiere können das fast alle. Der Mensch kann es nicht mehr. Vielleicht lag das daran, dass der Mensch sich in den vergangenen Jahrtausenden sehr viel von Dingen ernährt hat, die viel Vitamin C enthielten. Und irgendwann kam der Körper zu dem Schluss, dass wir das nicht mehr produzieren müssen, weil genug davon von außen reinkommt. Also jedenfalls können wir es nicht mehr herstellen. Supplementiert wird seit den 40er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Anfang war das Ziel eine Versorgung der Soldaten mit Vitaminen in einer Notsituation. Also die hocken in Schützengräben und die Nahrung ist nicht vorhanden oder minderwertig oder nicht ausreichend und Vitamine, frische Sachen schon gar nicht, Obst, Gemüse, solche Sachen und auch Fleisch nicht unbedingt, ne? Alles nur trockenes Zeug, was sich lange hält. Und da kommt es dann schon mal zu einer Unterversorgung und das war der Sinn der Sache. Im Zweiten Weltkrieg galt die Verhinderung von Krankheiten wie Rachitis, das ist Knochenweichheit, als Teil des nationalen Verteidigungsplans. Festgelegte Untergrenzen sollen Krankheiten verhindern, vermeiden und die Obergrenze soll eine Überdosierung verhindern. Eine Überdosierung an Vitamin A und E hat eine toxische Wirkung. Das wissen manche Leute auch nicht. Laut Experten ist eine gesunde Ernährung
ausreichend. Vielen Lebensmitteln werden seit Jahrzehnten Vitamine zugesetzt. Das ist ein schönes Verkaufsargument. Das kommt alles aus dieser Nachkriegszeit, wo das wichtig war, weil es auch ein Mangel war, die Vitamine, wo die Leute nicht genug zu essen hatten. Und das hat sich gehalten und es hat sich gut verkauft und man ist dabei geblieben. Gutes Beispiel sind Frühstücksflocken, Cornflakes, ne? Frosties, Kellogg's Frosties und so ein Zeug. Die kosten in der Herstellung 50 Cent mit Verpackung und werden dann für 5 Euro oder was verkauft. Und da stehen dann 13 oder 15 verschiedene Vitamine drauf, die alle künstlich zugesetzt wurden und von denen man keine Ahnung hat, ob der Körper damit etwas anfangen kann oder nicht. Und das soll dann darüber hinwegtäuschen, dass solche Produkte nur aus Müll bestehen, sprich Zucker, Pappe. Ne? Ja, diese Nährstoffanreicherung der Nahrung hatte ursprünglich das Ziel, die Unterversorgung zu verhindern, was auch Sinn gemacht hat. Aber heute braucht man als gesunder Mensch keine Angst mehr vor solchen Sachen zu haben. Rachitis, die Knochenweichheit, war vor 100 Jahren extrem verbreitet und konnte dann durch diese Zusätze in der Nahrung eliminiert werden. Was toll ist und was Sinn macht und was ich super finde, aber brauchen wir das heute auch noch? Aber nicht alle synthetischen Vitamine sind hilfreich. Heute haben die keinen Nutzen mehr, sondern sie verbessern ausschließlich den Umsatz und den Gewinn der Herstellerfirmen. Nahrung, in der die Vitamine von Natur aus enthalten sind, sind künstlichen Vitaminen, also zugesetzten Vitaminen, immer vorzuziehen. Es heißt, dass aufgrund der modernen Landwirtschaftsmethoden weniger Vitamine in der Nahrung sind als früher. Also das heißt, die Äpfel haben weniger Vitamin C und was weiß ich. Und das stimmt auch, die Böden sind ausgelaugt. Es ist alles nicht mehr das, was es war. Und diese Monokulturen, gerade in Amerika, die machen die Böden völlig kaputt. Die können sich überhaupt nicht erholen. Da müssen dann wieder künstliche Dünger zugesetzt werden, damit überhaupt noch was Gescheites dabei rauskommt. Und mittlerweile ist wohl alles künstlich. Ja. Ja, den Produzenten kommt es auf gute Ernten an und den Verbrauchern auf große Früchte, knackiges Gemüse. Es muss gut aussehen, es muss schön glänzen, es muss knallgrün, knallrot oder welche Farbe auch immer sein. Die Nährstoffe, naja. Na, und dadurch, dass die Früchte, also gerade das Obst, aber auch das Gemüse, heute so gezüchtet wird, dass es größer ist als früher, also rote Paprika waren früher viel, viel kleiner, auch Äpfel und solche Sachen. Heute muss alles groß und Salatgurken, es war alles viel kleiner. Und man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass die gleiche Vitaminmenge, die in den kleinen Gurken war oder Paprika, die ist in den großen. Das heißt, es ist mehr Wasser drin, die Früchte sind größer und dadurch verteilen sich die Vitamine auf ein größeres Produkt. Und dadurch hat man pro Gramm oder pro 100 Gramm dann weniger Vitamine. Das ergibt schon Sinn, ne? Und was man machen kann, ist etwas mehr davon essen, dann gleicht sich das wieder aus, weil der Unterschied macht nur 10 bis maximal 30% aus. Ja, also ich weiß nicht, ob man deswegen jetzt, diese Sachen schmecken nach nichts mehr, sie schmecken nach Wasser, auch die Tomaten, schmeckt alles nach Wasser und nicht mehr nach dem, was es eigentlich soll, was es eigentlich sein soll. Aber es verkauft sich gut, ne? Sieht gut aus und so. Toll. Konventionell hergestelltes Obst und Gemüse enthält mehr Wasser. Ja, das habe ich, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, Entschuldigung, ich bin zurückgerutscht in die falsche Zeile. Was tun? Soll man nur Bio essen? Die Experten sagen, ist nicht notwendig. Die reduzierten Vitamine der modernen Pflanzen sind immer noch ausreichend. Manche Vitamine werden beim Kochen zwar zerstört, aber wenn man nicht zu lange und nicht zu heiß kocht, dann kriegt man immer noch genug. Andere Vitamine werden mit dem Kochen besser. Man soll es kaum glauben. Fettlösliche Vitamine werden besser vom Körper aufgenommen und verwertet, wenn sie zusammen mit Fett verzehrt werden. Fettlöslich, ne, Logo. Wenn Alkohol gleichzeitig verstoffwechselt wird, entzieht das dem Körper wichtige Vitamine. Soll man also Pillen schlucken?
Die weltweite Pillenindustrie, Vitaminpillenindustrie, setzt jährlich 68 Milliarden Dollar um, in den USA alleine 8,5 Milliarden. Wo kommen diese Vitamine her? Vitamine A und E kommen aus Lebertran, aus Kabeljau oder Dorschleber zum Beispiel, aus Grönland und Alaska. Vitamin C, Aloe Vera, Vitamin D, Lanolin, das ist ein Sekret aus den Talgdrüsen von Schafen, was bei der Wäsche von Schafwolle gewonnen wird. Die Veganer nehmen ja auch ihre Vitaminpräparate. Und ich möchte nicht wissen, wie viele davon tierische Produkte zu sich nehmen in Form von Vitamin D, ohne das zu ahnen. So viel zur ausschließlich veganen Ernährung. Bei Unterversorgung werden die Vitamine selektiv an Organe verteilt, die das kurzfristige Überleben sichern. Andere Organe bekommen in dieser Zeit weniger oder gar nichts und dann können Krankheiten entstehen, je nachdem, wie lange das geht, wie lange das dauert. Es gibt hochdosierte Vitamincocktails, die intravenös verabreicht werden, also in die Venen gespritzt. Das sind Megadosen an Vitaminen, oft die 20-fache Dosis. Und diese hochdosierten Cocktails sind auch nie getestet worden. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist. In Kanada haben die Organisationen, also die Regierungsorganisationen die Möglichkeit, das zu prüfen. Ob sie es tun, weiß ich nicht. In den USA wird es nicht gemacht. In Deutschland weiß ich es nicht genau. Aber ich vermute mal, dass es auch ziemlich durcheinander geht, dass da nicht viel Ordnung ist in dem Laden. Ja, diese hochdosierten Cocktails, da wird versprochen, dass sie von Müdigkeit und Alkoholkater bis hin zu Herzkrankheiten und Krebs alles heilen. Vor allem das Vitamin C. Vitamin C, da gab es ja mal diesen Doktor Rath, der der Meinung war, mit Vitamin C Krebs heilen zu können und damit fürchterlich auf die Schnauze geflogen ist. Heute ist klar, dass Vitamin C zumindest bei normalen Erkältungen nichts bringt. Ne? Ja, wir heilen den Krebs damit, aber bei Erkältungen bringt es nichts. Und beim Krebs wahrscheinlich auch nicht. Manche Ärzte sagen, die intravenös verabreichten Präparate können, das Vitamin C kann Krebszellen eliminieren. Der Verzicht auf Zucker und Weißmehl kann das auch. Eine Low-Carb-Ernährung und das ist nachgewiesen. Das funktioniert ganz sicher, weil Krebszellen brauchen Glucose. Die können sich nicht von Ketonkörpern ernähren, wie das bei der ketogenen Ernährung der Fall ist. Ja, Skeptiker sagen, Vitamine sind wichtig, zu viel kann gefährlich werden. Viele Vitaminpillen sind laut Verpackung extrem hoch dosiert. Da ist dann oft angegeben, das 33-fache der empfohlenen Tagesdosis. Aber manchmal muss man diesen Wert dann nochmal mit 20 multiplizieren, weil in der Packung viel mehr dieses Vitamins ist, als außen draufsteht. Man geht immer davon aus, dass das im Zweifelsfall eher weniger drin ist, weil die Geld sparen wollen. Aber bei diesen Vitaminpillen kommt es erschreckend oft vor, dass viel mehr drin ist. Also 33 mal 20, dann haben wir den 660-fachen, die 660-fache Tagesdosis. Und ob das dann noch so gut ist, das möge jeder für sich selber entscheiden. Zumindest bei den Vitaminen A und E werden solche Dosierungen extrem gefährlich. Ja, und das Risiko für Herzkrankheiten und Krebs steigt durch diese Überdosierung. Normalerweise sind Leute, die Multivitaminpräparate nehmen, nicht gesünder oder ungesünder als andere. Die Vitamine nutzen nichts und sie schaden nicht. Sie machen einfach gar nichts. Man produziert teuren Urin, wie man so sagt, ne? Vitamine aus der Nahrung kommen immer als Gesamtpaket daher. Also ich vergleiche das immer mit einer Symphonie. Wenn man da einen Teil davon weglässt, dann hört sich die Symphonie nicht mehr nach Musik an.
Wenn man da die Hälfte der Instrumente streicht oder ein Orchester, wenn man die Hälfte des Orchesters entfernt und die anderen spielen irgendein Stück, dann klingt das nicht mehr so, wie es soll. Und so ist das bei den Vitaminen auch. Die funktionieren am besten im Zusammenspiel mit anderen Vitaminen. Und man sieht das auch daran, dass in vielen Lebensmitteln mehrere Vitamine enthalten sind. Und ich bin der Meinung, dass die alle die Aufgabe haben, miteinander im Zusammenspiel etwas zu bewirken. Und das können synthetische Vitamine nicht. Kein Mensch kann das herausfummeln in den Einzelheiten, wie diese Dinge im Körper funktionieren. Also gerade diese Vitamine, die in Pflanzen vorkommen, weil da spielen ja noch andere Dinge mit, die in der Pflanze enthalten sind, nicht nur die Vitamine und die Mineralien. Es ist ein Gesamtpaket und so sollte man das auch sehen. Das Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile macht das Werk perfekt, sowohl in der Musik als auch bei den Vitaminen. Die Nährstoffe ergänzen und optimieren sich gegenseitig. Und das verbessert unter anderem die Resorption, also die Aufnahme im Körper. Vitamin D, eins der Lieblingsvitamine vieler Leute. Ja, es ist wahr, dass viele Menschen unter Vitamin D-Mangel leiden, aber ob Pillen das Mittel der Wahl sind, das bezweifle ich trotzdem. Hautfarbe und Geografie beeinflussen den Vitamin D-Spiegel. Dunkelhäutige sind häufiger unterversorgt als hellhäutige. Das ist logisch, denn da, wo die herkommen, also Richtung Äquator, ist die Sonneneinstrahlung sehr intensiv und dadurch hat die Haut die dunkle Färbung angenommen, um sich zu schützen, nicht nur vor zu viel Vitamin D, sondern auch vor Sonnenbrand und ähnlichen Dingen. Und dadurch kriegen die weniger Vitamin D als ein weißer, ein hellhäutiger Mensch mit der gleichen Sonneneinstrahlung. Und je weiter weg vom Äquator sie leben, desto schlechter ist die Versorgung. Die Experten sind sich nicht einig, ob Vitamin-D-Supplementierung wichtig ist. Manche sagen, Vitamin-D wandelt Tryptophan in Serotonin um. Das ist das Wohlfühlhormon, das Happy-Hormon. Das reguliert Appetit, Verdauung, Schlaf und Laune. In Mäusestudien wurde gezeigt, dass ein niedriger Serotoninspiegel Symptome von Autismus verursachen kann. Was vielleicht bedeutet, dass autistische Kinder einen Vitamin-D-Mangel haben. Und was sagt die NASA dazu? Bei der NASA gibt es Ernährungsexperten, die dafür verantwortlich sind, dass Astronauten alle Nährstoffe bekommen, die sie brauchen. Denn die bleiben ja oft monatelang im Weltall und da ist ja nichts so wie hier. No? Also muss man das schon ein bisschen abchecken, bevor man die da oben sich selber überlässt. Man ist sich bewusst, dass gerade Astronauten leicht einen Mangel entwickeln können, wenn sie nicht optimal versorgt werden. Das ist so ähnlich wie bei früheren Seefahrern. Zwischen Kolumbus und der Erfindung der Dampfmaschine, das sind ungefähr 400 Jahre, starben mehr als 2 Millionen Seeleute an Skorbut, verursacht durch einen Vitamin-C-Mangel, weil sie darauf angewiesen waren, ihre Vitamine über die Nahrung zu bekommen und Nahrung mit Vitamin C hatten sie nicht dabei. Und irgendwann sind sie dann auf die geniale Idee gekommen, Dinge wie Sauerkraut und solche Sachen mitzunehmen, um dieser Sache entgegenzuwirken. Und das hat auch funktioniert. Astronauten haben einen erhöhten Vitaminbedarf als der Durchschnittsbürger. Also sind Vitamine gerade für die eine ganz wichtige Angelegenheit. Diese Leute werden vor und nach ihrem Einsatz ganz gründlich untersucht. Urinuntersuchungen, Blutuntersuchungen, alles durchgecheckt. Vitaminstatus, Knochendichte und so weiter. Das wird alles ganz penibel genau überprüft. Und dann jetzt kommt die Frage, reicht die Nahrung, die diese Leute bekommen, für die Vitaminversorgung aus? Und man neigt dazu zu denken, dass das nicht der Fall ist, aber die Antwort ist ja. Und zwar die ganz normale Supermarktnahrung. Astronauten essen die gleichen Sachen wie andere Leute auch. Die Nahrung wird nur weltraumgerecht umgepackt, damit sie überhaupt verzehrt werden kann, ne, wegen
wegen Schwerelosigkeit und so, damit nicht alles kreuz und quer durch die Gegend fliegt und so. Und das einzige Vitaminpräparat, das Astronauten bekommen als Pille, ist Vitamin D, weil sie nicht wenig Sonnenbestrahlung haben, sondern gar keine, im Gegensatz zu uns hier. Die Aussage der NASA ist, die normale Nahrung reicht für die Versorgung aus. Und ich würde mal davon ausgehen, wenn jemand Interesse daran hat, das wirklich herauszufinden und sicher zu sein, dass das stimmt, dann müsste das die NASA sein, weil wenn die da oben kranke Astronauten dann haben, mit Skorbut oder was auch immer, das kommt sehr teuer. Also das nicht nur, dass das schlimm für die Astronauten ist, das kostet auch einen Haufen Geld und die NASA wird solche Risiken nicht eingehen. Es gibt noch nicht genug wissenschaftliche Untersuchungen, die untermauern, dass Vitaminpräparate einen Nutzen haben. Also eigentlich gibt es gar keine, die das wirklich beweisen. Vielleicht kommt es noch. Ich will das nicht von der Hand weisen. Wie gesagt, es gibt Vitamine, die sehr nützlich sind, ne? Gerade jetzt in der Schwangerschaft, wie vorhin gesagt, aber eben nicht rundum und platt weg für jeden und für jedes Alter und für jeden, ne? Flächendeckend. Das Geschäft floriert trotzdem, der Werbung sei Dank, und die Hersteller tun natürlich alles, dass die Verbraucher weiter an den Nutzen solcher Pillen glauben. Nachgewiesen ist davon bisher allerdings nichts. So, jetzt schätze ich mal, dass da einige wieder ganz böse reagieren werden. Ich habe schon öfter mal einige Auseinandersetzungen gehabt, gerade wegen dem Vitamin D, weil ich gesagt habe, zu viel ist zu viel, auch bei Vitamin D. Aber gut, ne? Jeder möge tun, was er oder sie für richtig hält. Ich erzähle, was ich herausgefunden habe und was mir plausibel erscheint. Das heißt gar nichts. Das ist meine Meinung, meine Recherche. Tut, was ihr für richtig haltet. Und ich hoffe, dass ihr damit gesund bleibt und ein langes Leben haben werdet. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag und freue mich schon aufs nächste Mal und sag euch Tschüss und bis bald.